So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Ich muss nur hier mein Programm schließen, sonst ist die Internetverbindung schlechter. Der DAX konnte nicht über die 9850er Marke steigen. Die habe ich am Wochenende ja nochmal konkretisiert, dass es, wenn es unter dieser Marke bleibt, dass es eher ein Rücklauf Richtung Gap-Kante kommt und sonst eben ein Anstieg, wie er zuletzt eben schon am Freitag mit diesem Setup bis 10.100 Punkten möglich gewesen wäre. Wieso ich doch eher auch skeptisch war, war halt hier der Dow Jones Index. Der hat es jetzt hier, der Future, der hat hier jetzt seinen steilen Aufwärtstrend in der Nacht halt gebrochen. Hat aber noch nicht unbedingt hier ein kleineres Verkaufssignal ausgelöst. Solange er jetzt über dieser Marke bleibt, 15.866 etwa, ja, kann es auch von dort aus nach oben gehen. Und hier ist es dann mit dem DAX. Ich öffne gleich den DAX von dem Setup. Also bleibt er jetzt hier oben, dann wird höchstwahrscheinlich eben auch nicht das Gap im DAX geschlossen. Kommt es eben hier zum Rückfall auf die 15.600er. Marke, 15.600er Marke, dann hat der DAX sicherlich dann das Gap geschlossen. Und hier ist eben dann heute Morgen nicht eben ganz die 9.700er Marke angelaufen. Dort wäre jetzt hier um den Dreh rum noch eventuell einen antizyklischen Einstieg möglich. Ja, Stopp müsste man dann entweder individuell recht eng setzen oder dann doch eben hier auf 9.530. Kommt eben darauf an, auf was man dann spekuliert. Ob man dann eben nur nochmal einen Rücklauf oder eine Aufwärtsbewegung auf 9.800 dann tradet oder eben auf den ganzen Move vielleicht noch setzt. Dann ist eben auch ein größerer Stopp auch sinnvoll. Also hier ist es jetzt so, bleibt er über dem letzten Low oder über dem Low vom 22.01., dann sollte es nicht Richtung EMA 200 oder halt Gap-Unterkante ist vielleicht extrem, aber halt 9.650 vielleicht laufen. Darüber ist eben ein Anstieg möglich. Wenn man jetzt hier noch das bisschen älteren Chart anschaut, dann sieht man auch hier, dass eben dieser ehemalige Aufwärtstrend wurde jetzt ja wieder zurückerobert, aber dass hier jedes Mal einmal von unten angelaufen ist, von oben halb bestätigt worden ist, hier nochmal angelaufen, nicht erreicht worden ist und diese Marke liegt eben heute eben bei 9.680, rund 9.680. Also auch diese Marke könnte der DAX anlaufen und dann drehen. So ist jetzt erstmal hier das Bild im kurzfristigen Fenster. Die Stop-Buy-Marke bleibt eben bei 9.850 und unten unterhalb sind halt mögliche Anlaufpunkte erwähnt worden. Also im Prinzip, wir sind hier in 4 Stunden, schauen wir mal noch. Einstunden-Chart, da wäre hier wirklich die Unterkante des Rainbows wäre ein geeignetes Ziel, um eben antizyklisch mit einem guten Stopp von etwa 110 Punkten long zu gehen. Dazwischen wäre knapp, also zwischen 6,50 und 9.650 oder 9.680 wäre ein antizyklischer Einstieg und da werde ich mir auch selber dann den Einstieg eben suchen. Zu den Setups, was im DAX heute eben auffällig ist, schauen wir auch da die Liste an, die hat sich hier hinten verschoben. Ja, eine Daimler ist jetzt tief unten, genauso wie eine Volkswagen und eine BMW. Also die Autowerte sind unter Druck.
Oben ja SAP, Deutsche Börse und ganz unten die Deutsche Bank. Ja. Und beim Wochenchart von der deutschen Daimler war ja nur ein Mini-Nebensatz, dass die Kerze da hätte mehr kommen sollen von der Daimler-Aktie. Ja, ist heute wieder jetzt im Abverkauf. Mal sehen. Oder nicht groß Abverkauf, halt im Rückgang. Sieht jetzt hier nicht so gut erstmal aus, aber hält es sich eben über dem EMA 200, dann kann sich hier das Setup doch noch erfolgreich ergeben. Continental ist eher einer der, wenn ich jetzt hier noch den EMA 200 dazu schalte, ist eher einer der stärksten Werte, hat sich ja an der Unterkante des Rainbows ja stabilisiert. Das ist ja der EMA 100 und ist hier noch relativ weit weg, aber war jetzt auch, wie gesagt, in der Vergangenheit nicht angelaufen worden, sondern jeweils immer nur die Unterkante des Rainbows. Steht natürlich noch am besten da und die Bayer AG, ja, da passt, wurden heute wieder 106 erreicht, aktuell 105. Darf man gespannt sein, nur noch die Heidelberg Zement Aktie, da konnte hier die ehemalige Unterstützung, jetzt fungiert das natürlich als Widerstand, nicht zurückerobert werden, war auch nicht vorgesehen und ja, aktuell bietet sich hier kein Einstieg an. Wenn, dann hätte man hier noch ein Stück weit höher eben direkt antizyklisch eine Short-Position eingehen können, war aber ja nicht erwähnt worden. Danke fürs Zuhören, ich melde mich dann später wieder. Danke.